Wir sind wieder da. Mit unserem Zauberstab. Und spielen immer noch dieses verdammt geniale und auch unterschätzte Spiel irgendwie. Also ich hab's nicht unterschätzt, aber... Oh shit, warum ist da irgendeine Barriere? Ah! Gab's eine TV-Werbung? Ja, es gab eine deutsche TV-Werbung. Ach, hier ist das. Cool. Es gab auf jeden Fall eine zu Prime 1 und Prime 2. Die zu 1 war extrem cool, die zu 2 war scheiße. 3 kann ich mich irgendwie nicht dran erinnern, hab ich gesagt. Doch, war das nicht doch, die Typen, nur so gespielt hat? Auf in, ja, die hatte nur so Ingame-Kram. Ja, da wurde auch gezeigt mit dem Grapple Beam und so, was du das machen kannst. Ich muss einfach nur rausgehen. 4 Minuten! Autsch! Ja, setz mich nicht zu. Ah, mein Zeitlimit, wir müssen fliehen. Ja. Ey, laber mich nicht voll, ich kann hier gerade schon mal überleben. Ah. Die Musik. Die kam gerade irgendwie voll Star Wars mäßig. Oh, was ist das? Das ist das Ding, ne? Was aus dem Weltall kommt. Ja. Das komische Larvenvieh. Bei mir ist alles larvenmäßig. Ja. Ne? Strange. Trotzdem auch so ein schönes Maika-Bock-Würstchen hätte ich schon Spaß gehabt. Spaß? Oder so ein Kopfsalat. Ne. Gefüllt mit Schinkenwürfeln. Ja, und jetzt ohne Salat. Ja, Schinkenwürfel. Hat das Schinkenwürfel? Voll die kurze Essen ist ekelhaft, wie sie salzig sind. Ja. Ich laufe einfach mal hier vorbei. Ja. Halten wir uns nicht auf mit dem Plöbel. Ich hab's aus Augen gesehen. Ja, die haben wahrscheinlich was gesehen. Aber auch ein cooler Effekt. Oh. Ich hab echt Sorge, dass seine Refaxen macht irgendwie. Nee, nee. Glaub ich nicht. Macht sie doch nie! Nein! Wow, diesmal habe ich mich nicht verlaufen. Vidus Wies ist schon ein kleiner Rentner. Konsolenverhältnis ist auf jeden Fall. Obwohl, naja. Okay, ne? Also der GameCube hat irgendwie eine hochwertigere Verarbeitung. Ja, Sony, das Super Nintendo und der N64. Ja, aber die Tage von denen sind auch gezählt. Irgendwann bedeutet auch der Chip. Ich glaube, das ist die Sache mit CDs, weil, keine Ahnung, so ein Laufwerk ist echt verdammt. Anfällig, ja, wegen Reibung auch, ne? Im Gegensatz zu so einem Slot, wo man einfach nur eine Kassette halt reinsteckt. Ja, ich finde auch diesen Slot und Kassette reinstecken, finde ich viel fortschrittlicher als Dings. Als CD. Ja, USB-Sticks und so, finde ich viel einfacher. Die Dinger haben kaum Verschleiß. Die Daten werden, glaube ich, sogar länger gespeichert auf den Dingern. Die haben eine größere Kapazität teilweise als DVD-Rohlinge. So, jetzt wo die Reaktoren wieder... Können ich verkratzen. Aber hier durch. Können ich verkratzen. Und kann auch nicht schmontaxen. Das sind aber dafür, glaube ich, in der Herstellung teurer. Wow. Das sind unsere Freunde. Stimmt, alle drei, ne? Vier. Alle drei. Fehlt eigentlich irgendeiner? Ja, der Frosttyp. Nein, der steht ganz rechts. Ah, nee, der Roboter. Mehr. Der ist ganz links. Der Roboter, der in diesen Dingen drin saß, mit dem Gehirn. Ja, ganz dünne. Der ist doch hier. Ja. Bin ich doof. Kaum zu übersehen. Sorry, Leute. Das ist einfach die Hitze. Die Hitze macht unser Gehirn kaputt. Ist echt so. Der ist echt so, ehrlich. Du wirst voll dösig, wenn du voll lange jetzt ausgesetzt bist. What? Oh! Hier gibt ja ein Ereignis den anderen die Schinke in die Hand, ne? Ja, das hast du schön gesagt. Findest du? Ja. Autsch! Blendermeet. Blendermeet? Ja. Boah. Guck mal, die hat alle vier ausgelöscht mit einem Schuss. Fies. Game over. Warum verpisst die sich? Das ist so sinnlos. Anstatt irgendwie die Steuerung von der Kanone kaputt zu machen oder sowas. Ne? Ja, oder zu überprüfen, ob die echt tot sind.
glaube nicht, dass sie die töten wollte. Oh, die Kanone. Ey, wie sehr ich alles vergessen habe von diesem Spiel. Das ist so geil. Das wünsche ich mir von anderen Spielen. Es ist auch komisch gemacht, diese Sequenz. Alles. Guck dir das einfach mal an. Alles seltsam irgendwie. Ne? Ach so, das wird von einem Satellit umgelenkt, oder? Spladoosh. So ein schönes Feuerwerk, ne? Gefahr abgewehrt. Durch Samus Aran. Plumps. Ja. Das sah seltsam aus. Das ist wahrscheinlich ziemlich schwer, der Anzug. Obwohl. Einen Monat später. Das ist wahrscheinlich aus total dem modernen Material, das total leicht ist. Ja. Pappmaschi. Zum Beispiel. Wie alt bist du? Ladezeit? Ladezeit. She's coming too. Can you hear me, Samus? Welcome back, Samus. You've been asleep for quite some time. A month to be exact. You feel you lost in Anzug stecken und pennen. Thanks to your great work, Morion is now safe. At the end of the battle, we found you and the other hunters all unconscious. Our medical examinations yielded surprising results. Your bodies are now somehow self-generating phazon. What's even stranger is that there are no negative effects to your health. This led us to investigate if we could make effective use of this phazon. During an invasion on Lorien, you must have noticed some powerful troopers in new suits. They were wearing what we call phazon enhancement devices, or PEDs. We integrated this same phazon enhancement device into your armor while repairing the damaged bodysuit. Install, bitches! Troopers wearing this device have phazon pumped to their weapons from an external backpack. This gives them an extra boost in firepower. But in your case, think about it. With this phazon coursing through your body, you can cure the PED using your own internal energy. Pretty effective, don't you think? Why don't you try the PED? Ja, renn einfach nach vorne und laber weiter. Seal the room. Ah. Ich möchte ein Spiel mit einem Spiel, Samus. Wow. Wie geil das aussieht. Ja, wir haben jetzt einen Hypermodus, ne? Irgendwie echt eine geile Erneuerung im Spiel. Weil wir regenerieren uns, ne? In diesem Modus. Man verschießt seine eigene Energie. Ja, stimmt, das war's. Over the past month, we've learned the hard way just how powerful our enemies are. To deal with them, we'll need the firepower of the PED suit. Make good use of it. Now that you're familiar with the workings of the PED device, the Aurora Unit 242 would like to meet with you. There are many pressing matters to discuss. The AU chambers are located just off the command bridge. We better get going. Oh, and one more thing. After 25 seconds, the safety feature automatically ends hyper mode. You'll have to keep paying attention. Okay. Steigen wir hinab von unserem Thron. Mal rein und rausgehen, wenn man will. Ja. Du setzt immer einen Energy Tank ein dafür, ne? Ja, aber der geht echt nur weg, wenn du den leerballerst oder wenn das Safety Feature halt das abschaltet. Das System auch nicht ganz geblickt beim ersten Mal irgendwie. Ich hatte irgendwie ein paar Probleme mit. Weil ich mir auch irgendwie nicht viel durchgelesen habe. Bin so faul, ne? Aber es ist einfach geil. Es ist eine geile Erneuerung. Ja. Vor allem, das ist voll cool, weil es ist echt so ein bisschen risikoreich, aber ihr könnt damit auch irgendwie extrem viel reißen, wenn ihr Glück habt.
Das heißt, ihr seid irgendwie umzingelt von pfiffigen Gegnern. Ihr könnt dann diesen Hyper-Modus benutzen, um die auszuschalten, verliert aber dadurch auch selbst Leben. Das ist er hat auch so ein PED-Device, ne? An der Schulter. Ja. Hat er. Ja, wahrscheinlich. Zuckt meine Remote teilweise rum. Echt? Das ist komisch. Vielleicht sind hier elektromagnetische Felder, die sich aufgebaut haben. Wir haben nicht mehr gespeichert, ne? Macht auf die Tür. Oh, was ist das für ein Nebel? Das sieht doch schon sehr mysteriös aus. Wie durchgestylt das ganze Game ist. Das ist geil, ne? Mit diesen ganzen Bedienflächen und Kram. Ja, aber auch wie stimmungsvoll es ist, ne? Es wirkt irgendwie echt so voll aus einem Guss und nicht aufgesetzt. Alles klar, Mother Brain. Man sollte echt so Mother Brain darstellen. Das ist vom Design her irgendwie fast das gleiche, oder nicht? So ein paar Hörner und Glas. Aber es scheint komplett mechanisch zu sein. Ja. War Mother Brain nicht sogar für den GFs? Oder von, nee, von Space Pirates, ne? Ja, oder von Kose, keine Ahnung. Viel Erfolg, Samus. Wer auch immer das gesagt hat. Fast wie Embryo, ne? Ja. Ist doch die Abkürzung dafür. Ja, also. Weil der Planet hat die Form von einem Embryo. Wie wir mitbekommen haben, wurden die verschiedenen anderen Kopfgeldjäger postiert auf den verschiedenen Planeten. Genrader muss irgendwie die Space Pirates ausfindig machen. Und die beiden anderen Nasen sind irgendwie auf dem Planeten, um da für Recht und Ordnung zu sorgen. Und Leviathane sind aus dem All in diese Planeten eingedrungen. Und wir müssen versuchen, weil sie auch mit Verzonen verstrahlt sind, ja, weil sie das quasi ausbreitet. Die anderen Gehirncomputer infiziert haben und wir die von ihrem Virus befreien sollen. Ja, sind und wir jetzt. Gore ist nach Elysia gegangen, der Eistyp ist nach Brio gegangen und da sind wir jetzt hin. Ja, es ist so das erste Chapter in diesem Spiel. Also, das war jetzt gerade alles nur der Anfang, den ihr gesehen habt, ne? Das ist total krank, oder? Das Spiel ist jetzt nicht fast vorbei. Nee, das fängt gerade erstmal richtig an. Und es kommen noch so geile Sachen. Vor allem das Ende des Spiels ist auch extrem geil. Das müsst ihr euch auf. Das ist echt krass. Das ist sehenswert. Ja, das hat mich so umgehauen. Da kann ich mich noch sehr gut erinnern. Aber an Brio kann ich mich teilweise erinnern.
Der sieht schön aus, der Panzer. Der ist geil, der macht auch Spaß. Der hat wieder so ein bisschen Koso-Feeling, finde ich. Ja, ja. Das ist halt irgendwie halt so basic, ja, so basic Metroid. Wir haben echt so alle möglichen Szenarien reingeschlopft. Ja. Voll ungepflegt. Ey, alter Falter, ist das Spiel geil. Diese ganzen schwebenden Kugeln. Diese ganzen Details auch, ne? Ja, alles. Das ist sowas von der Wahnsinn. Wir übertreiben es extrem, ne? Allerdings könnten wir jetzt auch mal einen Cut machen, indem ich speichere. Ja, mach das. Okay. Du meinst auch einen Cut im Sinne von Cut vom Video? Ja, oder? Du meintest ja eben, sollen wir noch ein Part machen. Und da konnten wir quasi gar nicht aufhören, weil ich nicht saven konnte. Das Pen oder was? Nein, ich dachte, du willst nicht mal weiterspielen. Hä? Apropos, willst du endlich mal spielen? Ja, das kann ich machen. Dann machen wir jetzt einen Cut. Ich übernehme die Stören. Dann brauchen wir keinen Cut machen, wenn wir weiterspielen. Dann übernimmst du einfach direkt. Ja, dann. Aber dann müsste ich eigentlich deine Sitzposition einnehmen. Ja. Ich glaube, das ist besser. Dann machst du das auch. Ja, Leute. Stell dich ein. Mehr Minas Power. Oh, Alter. Jetzt mit 80% mehr Minas. Ja, mit voller Minas Game Control. Oh, Alter, ich muss erstmal eben kurz die Steuerung lernen. Okay, ich hab sie drin. Geht relativ schnell. Es ist so natürlich. Also, ja, es ist. Das Spiel ist. Obwohl, wenn man es zum ersten Mal spielt, kann man, glaube ich, ein paar Probleme haben. Ja. Ich habe gerade Probleme. Nur zu laufen? Nee, nur die Kamera, nur die Sicht zu drehen, wenn ich. Achso, ich darf nicht anvisieren. Oh, Alter, die Remote. Der geht irgendwie nicht so wunderbar. Das geht, aber. Hier muss ich mir dann, glaube ich, arrangieren. Was willst du sagen? Nix. Ich will die ganze Zeit hier mitspringen. Du kannst mit eins des Tabs jetzt ist es schon weg. Wegdrücken. Also. Wollen wir mal. Ich hoffe, ich kacke nicht ab. Ich bin so der neurotische Abkacker im Spiel. Nein, ich bin eigentlich recht gut im Spiel. Boah, was ist das denn hier? Hör ich das mal an. Der ist ja dick gefreezed. Ja, Waffen wechseln durch mit. Freeze! Was hat Freeze? Natürlich altbekannt. Du hast beschossen. Ja. Ihr könnt ganz viele Scans sammeln. Also ihr könnt alles in der Umgebung, was irgendwie sehr auffällig ist, könnt ihr scannen und ihr bekommt einen Eintrag ins Logbuch. Und das ist auch alle Gegner im ja. Spiel. Und das ist eigentlich schon eine Lebensform. Eine ziemlich geile Sache. Also ich kann es auch nochmal demonstrieren. Also hier habt ihr eine Lebensform, bam, haltet ihr drauf und dann kriegt ihr einen Eintrag und könnt nachlesen. Ein 3D-Modell angucken, einen Text lesen, diese Viecher leben und. Ja, das ist aber sehr, das ist total detailliert und liebevoll. Ja, ja. Das habe ich bei Zelda 2 Princess vermisst, dass du nicht wirklich die Gegnernamen weißt. Und ich muss sagen, in Prime 1 hat mich das dann auch echt gebockt. Da bin ich echt rumgegangen und habe alles erforscht und so. In den anderen habe ich es halt gesammelt, aber mir nicht wirklich alles durchgelesen. Ja, hat mich nicht so sehr vor allem das eine Ding ist ja auch, ja, das eine Ding ist ja auch. Rio. Fuck. Mit Doppel-Y. Das ist auch seltsam. Aber das ist halt Weltraumsprache. Ja, ist auch das, die Side-Story ist auch. Es liegt auch an euch, wie viel Side-Story ihr haben möchtet, weil es gibt Computeranlagen, die ihr scannen können. Da stehen dann noch ganz viele Backup-Informationen drin. Wobei hier wird ja das meiste echt in Dialogen erklärt, aber ja, in Prime 1 hat man nichts an Story so erzählt bekommen. Man musste alles selbst lesen, indem man Sachen gescannt hat. Da komme ich nicht drüber, ne? Doch. Ah, du fuck. Hast Doppelsprung. Ja, ich habe gerade doppelvisiert. Passiert. Ja, ich muss es echt kurz lernen, also Leute. Aber irgendwie habe ich Probleme nach links zu ziehen. Ich weiß nicht. Du darfst halt nicht aus dem Bildschirm rausziehen, weil sonst reagiert es nicht mehr. Aber bei mir hat es auch teilweise eben gehabt. Ja, es macht schon irgendwie ein paar Zicken. Ne? Ich versuche nicht halt so hektisch hier rumzuwirbeln, damit ihr wenigstens noch ein bisschen was von. Ey, das ist der Oberscheiß. Ich habe die Stuhllehne steht davor. Ja, das war's. Ja, wir haben hier total Kuschelmuschel in diesem Zimmer. Wir stehen so viele Bierflaschen rum, was wir auch nicht haben. Hallo! ich meine natürlich Wasserflaschen. Du sollst nicht einfach so die Wahrheit erzählen. Ja, die Wahrheit kann wehtun, glaub. Das kann man auch bestimmt abschließen. Naja, das sind Grapple haben. Ah, aha. Hier regnet's. Auch ein schönes Detail, wenn ihr in den Himmel blickt, wenn es regnet. Das wüsste ich gar nicht, dass es da regnet. Wir müssten eigentlich Wassertropfen auf mich unterbrechen. Ja, du stehst unter dem Türrahmen. Ja, hier kann ich, glaube ich, nicht viel reißen. Und wir haben auch gesehen, eine mysteriöse Tür war hier noch in diesem Raum.
Mit zwei Zeichen, also Symbolen. Einmal dieses Zeichen und einmal das Zeichen. Jetzt wirst du auch voll geregnet. Ja, kann man die Dinger vielleicht wegschreiben? Nein. Dann gehe ich erstmal zur Türe und schau mir an, was diese Tür zu mir sagt. Das sieht überhaupt nicht gefährlich aus, dieser Boden. Nee. Das sieht echt stabil aus. Na, Zugang und Riegel, ja, okay. Ich muss diesen Zugang und Riegel. Ja, dann gehe ich mal hier weiter. Hier sieht es auch sehr geig aus. Meinst du? Ich freue mich gerade, dieses Spiel zu spielen, weißt du was? Ich hab echt Bock, es zu spielen. Echt? Das wüsste ich gar nicht. Das ist kein Let's Play. Guck mal da, was hat es? Aber da komm ich nicht hin. Ich habe aber was anderes gesehen. Ausgeschlossen. Hm, ja. Was dann? Nein. Da, guck mal, das ist Symbol. Das ist Grappling. Yeah. Das ist das deine Flosse. Ah, habt ihr das gesehen? Dum, 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 dum. Ich bin falsch abgesprungen. Ey, ich starte hier wieder. Ey, ich bin gerade echt total noobig in dem Spiel, das ist echt schlimm. Ich muss mich echt daran gewöhnen, wie das... Schaff ich aber eben auch mit meiner Verirrungsaktion. Ja. Aber du hast ja wenigstens total game control over your character. Improves your are included with the game's mechanics. Oder so. Das ist ja ein neuer Abschnitt, ne? Nein, da war ich doch gerade. Ich bin hier gerade reingegangen. Ja, da kommst du her. Hä? Also musste ich hier doch hierher. Das war. Alter, ich will mich echt nicht dumm anstellen, aber es ist gerade total sinnlos hierher zu gehen. Von da kannst du nicht von da weiter hoch oder so? Ich guck ja gerade, aber nö. Oder gibt's hier noch einen Grapple-Haken irgendwo? Ich gehe nochmal dahin, wo ich gerade war, mit dem Regen. Vielleicht kann ich auch da drüber springen. Vielleicht war ich auch ein bisschen pussemäßig. Hab meine eigenen Fähigkeiten unterschätzt. Ja, ich bin schon. Obwohl, das macht keinen Sinn. Kannst du nicht weiter? Bist du sicher? Jo. Aber da ist ein bisschen Energy. Ihr könnt ja mit eurem Saug... eurem Saug... mit eurem Charge spielen, könnt ihr die Energie an... Alter! Es geht ab! Oh, wir müssen Take machen. Ja, dann machen wir das auch mal. Ja, bis gleich!